Myanmar, ein Land der Stille und Gelassenheit. Im Norden ist es eingezwängt zwischen den beiden Riesen Indien und China. Im Osten grenzt es an Laos und Thailand. Im Westen an Bangladesch und den Golf von Bengalen. Myanmar ist 8-mal größer als Österreich, mit rund 54 Millionen Einwohnern. Mit offiziell 135 anerkannten Volksgruppen ist es eines der ethnisch vielfältigsten Länder Südostasiens. Myanmar war einst ein Königreich. Im 19. Jahrhundert wurde es von den Briten unterworfen und der letzte König wurde nach Indien ins Exil geschickt. Später stand das Land viele Jahrzehnte unter einer Militärdiktatur. Erst 2011 wurde Myanmar frei und das neu gewählte Parlament setzte einen zivilen Präsidenten ein. Yangon, in britischer Zeit Rangoon genannt, war für kurze Zeit Hauptstadt von Myanmar. Die Briten legten das Stadtzentrum rund um die Sule-Pagode an, die über 2000 Jahre alt sein soll und erbaut wurde, um eine einzige Haarsträhne Buddhas aufzubewahren. Die Pagode ist eines der Wahrzeichen von Yangon und bildet einen festen Bestandteil im Leben der Einheimischen. Der Park gegenüber der Sule-Pagode ist ein idealer Ort, um dem Stadtlärm zu entfliehen. Hier steht auch das Unabhängigkeitsdenkmal. Auch wenn sich die Atmosphäre nach dem Abzug der Briten geändert hat, so erinnern noch zahlreiche Bauwerke an die Kolonialherrschaft. Da es in der Stadt sehr viele Unfälle mit Motorrädern gab, wurde ein Motorradfahrverbot erteilt. Nun sind viele Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die Busse, LKWs und Pickups sind daher gestopft voll. Westlich der Sule-Pagode liegen das chinesische und indische Viertel. Obwohl Chinesen und Inder einen bedeutenden Anteil in der Bevölkerung ausmachen, werden sie in der Statistik nicht extra aufgeführt. Die Inder gelangten in der Kolonialzeit nach Burma und begannen sehr bald in der Wirtschaft zu dominieren. Yangons größter und bekanntester Markt wird manchmal noch mit dem britischen Namen Scott Markt bezeichnet. Man findet hier eine große Auswahl von in Myanmar hergestellten Kunst- und Handwerksartikeln. Wir bummeln durch die engen Gassen. Besonders die Garküchen haben es uns angetan. Die Einheimischen sitzen auf kleinen Sesseln und schlürfen Nudeln und Reis. Die Gerichte werden über dem offenen Feuer gegart. Das Essen ist eine Mischung aus birmanischen, chinesischen, indischen
und thailändischen Gerichten. Wir haben uns nicht getraut, davon etwas zu essen. Die Betelnuss ist überall allgegenwärtig. Eingepackt in grüne Blätter wird sie an Ständen verkauft. Beliebt ist die Nuss nicht nur, weil sie den Geist wach hält, wenn der Körper schon müde ist, sondern sie hemmt auch den Hunger. Entlang der Strandstraße, die parallel zum Chagun-Fluss verläuft, reihen sich einige prachtvolle Kolonialbauten. Das große rote Gebäude ist das Zollamt. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts neu erbaut, als der Seehandel zu florieren begann. Viele der Waren werden immer noch auf dem Chagun-Fluss transportiert. Die Männer tragen die schweren Säcke vom Schiff zu den Lastwagen für den Weitertransport. Der Fluss ist aber auch ein wichtiger Verkehrsweg, um von anderen Ufer ins Zentrum von Chagun zu gelangen. Viele Sehenswürdigkeiten liegen außerhalb Chaguns. Wir nehmen deshalb den regionalen Zug und fahren durch die Stadt und Vororte von Chagun. Der Zug ist ein Transportmittel für Personen und Waren gleichermaßen. Am Anfang war noch viel Platz, aber bei jedem Bahnhof änderte sich die Lage. In die Waggons wird hineingestopft, was hineingeht. Übergroße Plastiksäcke, Matratzen und Räder. Frauen gehen durch die Waggons und bieten ihre Waren an. So ein Erlebnis hat man nicht alle Tage. Wir steigen beim großen königlichen See aus. Viele Einheimische kommen in den Park und genießen den Tag bei einem Picknick. Direkt am See steht das Karwaik-Restaurant.
Es wurde nach dem Entwurf des königlichen Prunkschiffes erbaut. Hochzeitspaare, die es sich leisten können, feiern hier ihre Hochzeit. Nur 10 Gehminuten vom See entfernt erreichen wir eine unscheinbare Halle. Hier präsentiert sich der liegende Buddha Kyaok Hat Gai mit einer gewaltigen Länge von 70 Metern. Auf den Fußsohlen sind 108 glücksbringende Symbole Buddhas zu sehen. Ein Besuch der Schwedagon-Pagode ist für viele Myanmar-Besucher einer der Höhepunkte. Der Schwedagon ist der wichtigste Sakralbau und das religiöse Zentrum Myanmars in Chagun. Auf den Singutar-Hügel führen 4 Treppenaufgänge, ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen. Einige davon haben sich zu geschäftigen Märkten entwickelt. Sie führen auf eine knapp 60.000 Quadratmeter große, fast quadratische Terrasse. In deren Mitte ragt der massive, vollständig mit Gold bedeckte Stupa 98 Meter in die Höhe. Sein Umfang an der Basis misst 433 Meter. An der obersten Spitze leuchtet, für das freie Auge nicht erkennbar, eine mit über 4000 Diamanten besetzte Goldkugel von 25 cm Durchmesser, auf der ein 76-karätiger Diamant im Sonnenlicht glitzert. Der Schwedagon gilt als Wahrzeichen des ganzen Landes und ist einer der berühmtesten Stupas der Welt. Ein Stupa ist ein Hilfsmittel zur Meditation und Symbol des Erleuchtungszustandes. Ursprünglich waren Stupas über den sterblichen Überresten des historischen Buddhas oder anderer Heiliger gebaut. Heute findet man im Inneren neben Reliquien auch heilige Texte, Statuen und Bilder. Am Anfang war der Stupa nur 10 Meter hoch. Er soll 2500 Jahre alt sein. Einer Legende nach soll Buddha 2 birmanischen Händlern, die ihm zu essen gegeben haben, 8 seiner Haare geschenkt haben. Der damalige König ließ die Reliquien auf dem Singutara-Hügel aufbewahren und darüber einen goldenen Stupa errichten. In der südwestlichen Ecke des Geländes befindet sich der für jeden Buddhisten heilige Bodhibaum, unter dem Buddha erleuchtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte unter den Mon-Königen wuchs der Stupa stetig. Heute gleicht die Stätte einer Miniaturstadt aus glitzernden Türmen, kleinen Stupas, Schreinen und Pavillons, in denen Buddhas wohnen. Für jeden Wochentag gibt es einen eigenen Altar. Gläubige übergießen ihn mit Wasser, um für die Erfüllung ihrer Wünsche und für ein Leben in Frieden zu beten. Thank you.
Den ganzen Tag über herrscht reger Betrieb. Täglich wird die heilige Stätte von Gläubigen gereinigt. Denn damit tun sie ein gutes Werk. In den späten Nachmittagsstunden, wenn die Sonne untergeht, sitzen viele Gläubige vor der Stupa, um zu meditieren und zu beten. Wir verlassen Yangon und fahren Richtung Osten nach Bego und nach Kiaitio zum Goldenen Felsen. Wir durchqueren die Reiskammer Niederbirmas. Reis wird bis zu 4-mal im Jahr angepflanzt. Die beste und ertragreichste Reisernte ist von November bis Juni. Ungefähr 15% der Gesamtfläche Myanmars sind landwirtschaftlich nutzbar. Mit ca. 33 Millionen Tonnen Reis jährlich gehört Myanmar zu den gesamtführenden Reisproduzenten der Welt. Nach der Ernte werden die Reiskörner mit sehr primitiven Mitteln von der Streu getrennt. Wasserbüffel tummeln sich im Wassergraben. Sie werden zum Pflügen der Reisfelder genutzt. Der Bego-Fluss rinnt langsam dahin. Die darin lebenden Kobrakopffische werden gefangen, getrocknet und am Straßenrand zum Kauf angeboten. Auch Keramiktöpfe kann man hier erwerben. In einer Werkstätte sehen wir die Herstellung von Tontöpfen. Mit einfachen Werkzeugen und flinken Händen werden aus Tonklumpen Töpfe mit wunderschönen Verzierungen hergestellt. Wir erreichen Bego. Wer aus Chagun kommt, wird schon vor den Stadttoren von der Kiaikpun-Pagode begrüßt. 4,30 Meter hohe Buddhas sitzen Rücken an Rücken nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet und blicken weit über das Land. Vom 14. bis 16. Jahrhundert war Bego die glanzvolle Hauptstadt eines mächtigen Königreiches. Heute ist sie die viertgrößte Stadt Myanmars. Der Buddhismus duldet neben seiner Lehre auch Ahnenkult und Geisterglauben. So stehen zum Beispiel Geister, Drachen, Schlangen und Löwen als Wächter vor den Tempeln. Auch vor der 825 errichteten Pagode in Bego stehen Löwen. Sie ist der Schwedagon sehr ähnlich und ist ebenfalls vergoldet. Aber mit 114 Meter Höhe ist sie der größte Stupa des Landes. Die meisten in Myanmar lebenden Menschen sind Buddhisten. Sie sind tolerant
und in ihrer Religion entsprechend geduldig. Das Zusammenleben mit anderen Religionsgruppen, die ca. 15% ausmachen, ist recht harmonisch. Die Birmanen haben ein sehr friedliches, ernsthaftes und freundliches Wesen. Mit 55 Meter Länge wirkt der ins Nirvana eingehende Buddha sehr lebendig und entspannt. Nach der Zerstörung von Begu überwucherte ihn der Urwald. Wiederentdeckt wurde er Ende des 19. Jahrhunderts. Der aus Ziegelsteinen bestehende Buddha wurde wieder vollkommen rekonstruiert. Wir zwängen uns durch den Markt von Begu. Der Reichtum und die Vielfalt an Nahrungsmitteln sind überwältigend. Es ist auf jeden Fall zutreffend, was in den Reiseführern steht. Myanmar hat alles, um seine Bevölkerung zu ernähren. Das Problem sind nur die Misswirtschaft und die Korruption, welche den Reichtum an natürlichen Ressourcen wie Erdgas, Öl, Nutzholz und Edelsteine auffressen. Nun sind wir unserem eigentlichen Ziel schon sehr nahe. Mehrere Lastwagen mit Holzbänken auf der Ladefläche warten auf uns im Basislager. Alle wollen so schnell wie möglich auf die LKWs, um auch wirklich mitgenommen zu werden. Von hier aus starten wir zu einer abenteuerlichen Fahrt zum Goldenen Felsen. Nach einer sehr kurvenreichen Strecke durch die Berge gelangen wir auf eine flache Kuppe in 1100 Meter Höhe. Von November bis März strömen unzählige Pilger hierher, um zu beten und das Heiligtum mit frischem Gold zu schmücken. Wer nicht gehen kann, wird getragen. Direkt am Rande des Abgrundes thront Myanmars sicherlich ungewöhnlichste Pagode, die Kiek Tio. Ein goldener und an der Spitze mit Edelsteinen besetzter Stupa sitzt auf einem gewaltigen, mit Gold bedeckten Felsbrocken. Der Legende nach wird der Fels nur von zwei Haaren Buddhas im Gleichgewicht gehalten, sodass er nicht herunterfällt. Ein alter Eremit soll von Buddha selbst eine Haarreliquie geschenkt bekommen haben, die er immer in seinem Haarknoten aufbewahrte. Kurz vor seinem Tod wollte er für seine Reliquie eine Pagode auf einem Felsblock bauen lassen, der exakt seinem Schädel gleiche. Mit Hilfe des Königs suchte er den Meeresgrund nach einem solchen Felsen ab. Als er ihn schließlich fand, brachte er ihn auf den Berg, wo er noch heute am Abgrund steht. Rund um das Heiligtum spielt sich das birmanische Leben ab. Frauen, Kinder und alte Menschen belagern die Städte. Sie müssen hier warten, denn nur die Männer dürfen zum Granitblock vorgehen,
um ihn mit Blattgold zu bekleben. Wir übernachteten auf dem Berg. Frühmorgens beim Abstieg begegneten uns Mönche. Sie gehen über den alten Pilgerweg hinauf zum goldenen Felsen. Zurück in Chagun geht's per Flugzeug ins ca. 600 Kilometer entfernte Bagan. Bagan liegt wie alle wichtigen Städte Myanmars am Irrawaddy-Fluss, der gemächlich dahin fließt. Der vom Norden herabfließende 2170 Kilometer lange Strom teilt das Land in zwei Hälften, bevor er im Süden in die Andamanensee mündet. Er ist Lebensader für viele Menschen in Myanmar. Hell leuchten die Pagoden in der Abendsonne. Die majestätische Svesigon-Pagode wurde von König Anavrata im 11. Jahrhundert angefangen und nach seinem Tod vom Nachfolger vollendet. Sie gilt als Vorbild aller später erbauten birmanischen Sakralbauten und ist einer der wenigen historischen Bauten Bagans, die noch intakt sind. In einem Schrein neben dem Stupa befinden sich zwei gewaltige Nats, Vater und Sohn. Der Nat-Kult ist so alt wie das burmesische Volk. Lange vor dem Buddhismus glaubten die Menschen an Naturgeister, denen sie opferten, um sie milde zu stimmen und um ihren Schutz zu erflehen. Im Laufe der Zeit wurden die Geister zu personifizierten Gestalten, den Nats. Der anmutige Anandar-Tempel mit seiner für Bagan typischen maiskolbenartigen Spitze wurde von König Kiansita, der ein großer König in Bagan war, erbaut. Im südlichen Schrein steht eine 9,5 Meter hohe Buddha-Statue. Aus der Ferne betrachtet hat diese Figur ein wunderbares Lächeln, aber in der Nähe verändert es sich zu einem ernsten Antlitz. Ananda war ein Jünger Buddhas. Ihm zu Ehren wird zum Dezember- und Jänner-Vollmond ein großes Fest gefeiert.
Wir besuchen das Dorf Pava. Es scheint menschenleer. Die meisten Männer sind zum Arbeiten auf dem Feld draußen. 80% der Bevölkerung in Myanmar lebt von Ackerbau. Angebaut werden hier im Umkreis von Bagan vor allem Erbsen, Bohnen und Sesam. Mit kleinen Werkstätten halten sie sich über Wasser. Denn mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 455 Euro im Jahr zählen die Bama zu den ärmsten Völkern Asiens. Sie sind mit etwa 30 Millionen Menschen die größte Ethnie in Myanmar, wo sie 69% der Bevölkerung ausmachen. Bis in dieses Dorf ist die Elektrizität bereits gelangt. Aber 30.000 Orte in Myanmar haben heute noch keinen Strom. Die einfachen Häuser stehen auf Stelzen und sind mit Bambusmatten umhüllt. 2 bis 3 Generationen leben in diesen Räumen und doch scheinen sie zufrieden. Kein Rauch ist süßer und milder als der einer selbstgedrehten Zigarre. Sie besteht aus Maishülsen, etwas kleingehackten Tabak, gemischt mit aromatischen Blättern und etwas Palmzucker. Das Landvolk liebt es, sie zu rauchen. Birmanische Lackarbeiten zählen zu den traditionellen Kunsthandwerken im Land. Bambus und Pferdehaar werden geflochten, geschliffen und lackiert. Flinke und geschickte Hände kratzen alte Muster in Schalen, Becher und Ziergegenstände. Danach wird Farbe oder Gold in die gekratzten Linien gegeben. Der Rest wird wieder ausgewaschen. So entstehen wunderbare Muster. Insgesamt 10 Schritte sind notwendig, um so ein wundervolles Produkt zu erhalten. Das Fotografieren von Wandmalereien ist verboten. Deshalb kopieren junge Künstler sie auf Stoffe, um sie als Souvenirs zu verkaufen. 2 der Bilder fallen uns besonders auf. Alte Tempelanlagen. Frühmorgens starten wir mit einem Ballon zu einer Fahrt über diese Tempelanlagen. Der überwältigende Höhepunkt jedes Myanmar-Besuchs ist Alt Bagan, eine verlassene Stadt am Ufer des Irrawaddy. Sie liegt verhüllt unter einem Nebelschleier. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang gleiten wir lautlos über das 40 Hektar große Ruinenfeld.
In einer beispiellosen Bauwut wurden von 11. bis zum 13. Jahrhundert unzählige Pagoden, Tempel, Stupas, Klöster und Paläste errichtet. Doch im Jahre 1287 war Bagans Schicksal besiegelt. Kublai Khan, ein chinesischer Kaiser und Enkel des Genghis Khan, verwüstete mit seinen Reiterscharen Bagan. Die Stadt wurde nie wieder aufgebaut. Von den einst 13.000 Bauwerken stehen heute noch etwa 2.200 in der Ebene. Sämtliche Häuser und Paläste, die aus Bambus und Holz erbaut waren, sind restlos verschwunden. An diesen Plätzen entstanden später kleine Orte und Bauern nutzen nun die freien Flächen zum Anbau von Sesam. Eine 360-Grad-Drehung mit dem Ballon zeigt das ganze Ausmaß des Pagodenfeldes. And landing position, please. Nach über einer Stunde Fahrt landeten wir nicht gerade sanft im Gebüsch. Zum Abschluss gab es eine Urkunde, Sekt und Kuchen. Wir bestiegen die Politi-Pagode. Von hier oben haben wir ebenfalls einen atemberaubenden Blick auf das Pagodenfeld. Viele der gemauerten Sakralbauten wurden 1975 zwar bei einem Erdbeben beschädigt, seitdem jedoch restauriert. Die Maurerarbeiten sind so genau, dass man kaum den Zement zwischen den Ziegeln sehen kann. Der traditionelle Zement enthält neben anderen Zutaten auch Melasse. Das ist brauner Sirup, Baumwolle und gekochte Tierhaut. Um die wichtigsten Tempel rund um Alt Bagan näher zu sehen, hat unser Guide eine Überraschung für uns.
Am Treffpunkt warten mit Blumen geschmückte Ochsenkarren auf uns. Auf holprigen Feldwegen geht's vorbei an Pagoden und Stupas. Einer Legende nach wurden die Pagoden von Witwen gebaut, zum Gedenken an ihre verstorbenen Männer, je nach Reichtum große oder kleine. Ob es bequem ist, mit dem Ochsenkarren zu fahren, ist zu bezweifeln. Wir gingen jedenfalls Teile der Strecke zu Fuß, denn es war auf dem Wagen unmöglich zu filmen oder zu fotografieren. Auf den kargen Feldern zwischen den Pagoden weiden Ziegen und Rinder. Unser Ziel ist der eindrucksvolle Damayangi-Tempel, der sich wie eine massive rote Pyramide erhebt. Hier oben erleben wir einen wunderbaren Sonnenuntergang.